Okay, und dann können wir dort reinlaufen. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Das gibt einen goldenen Stein. Wir sind jetzt wahrer Zauberer in diesem Level zu 34%. Naja, gut, damit kann man leben. Wir haben jetzt insgesamt, ich lasse ihn erstmal zählen, 682.160. Goldene Steine haben wir jetzt 38 von 200. Und natürlich setzen wir die Geschichte fort. Schloss Hogwarts. Und jetzt müssen wir diesem hier wieder folgen. Mal gucken, wo er uns jetzt hinbringt oder wo wir selber schon hinvorlaufen. Natürlich nur hier wieder durch. So. Dann müssen wir... Ah, jetzt müssen wir in den Gryffindor Gemeinschaftsraum. Mal wieder. Hallo, hallo Professor Dumbledore. Es macht sie immer. Unheil angerichtet. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt machen müssen, ne? Ach so. Ja, dann war das ja nicht so schwer, ne? Das Rätsel zu lösen. Aber warum hat der eine Truhe in der Hand? Ah, da drin ist der erste Schlüssel. Der ist für das gelbe Schloss. Wahrscheinlich müssen die da gleichzeitig oder so rein. Nein, das machen wir mit einer Fackel nicht mit. Diesem Lichtvieh. Erstes. Ah, gut, dann erst das Rote und dann das Gelbe. Und dann geht diese Tür auf. Und dann gucken wir mal, wo der jetzt hin will, den wir verfolgen sollen. Da bräuchten wir Hermine. Geh weg. So, der ist kaputt. Das stört uns dann auch nicht weiter. Machen wir jetzt einfach mal hier dieses rote Teil. Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist. Ich hoffe es einfach mal. Ich denke mal eher nicht, aber wir werden sehen.
So. Ah, ne, war richtig, okay. Ah, ne. Diese Typen hier sind ja zu schwach, die beiden. Aber da drin kriegen wir so einen Arm. Da ist noch so eine Zutat. Ah, warte mal. Und da müssen wir dann wahrscheinlich. Zack. So, und dann mit diesem Hammer dem jetzt auf den Deckel gehen. So, alle Zutaten haben wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie diesen Kessel bekommen. Daher bekommen wir den, okay. Da ist der Kessel. Zutat Nummer 1. Zutat Nummer 2. Und Zutat Nummer 3. So. Die packen wir dann auch noch mal eben ganz schnell rein. Trinken wir den Eimer. Ah ja, da kann der da einmal von uns dran ziehen. Das darf jetzt aber hier mal wieder Harry machen. So. So, und dann können wir mal hier langlaufen. Und mal gucken, was jetzt noch so passiert. Ah ja. Okay. Ja. Harry kann das ja nicht, ne? Das heißt, wir brauchen wieder mal den da. So. Los, jetzt geht doch schon kaputt. Das kann dann Harry nur machen. Da kommt dann so ein paar Sachen raus, die wir dann verzaubern können. Und was wird das? Ah, das ist ein zweites Geländer wird das. Okay. Und warum wird es das? Die können wir auch gleich irgendwie schon mal mitnehmen. Da haben wir eine Kirsche. Ich denke mal, wir müssen wieder irgendwas brauen. Klar, und daraus kommt, passiert dann irgendwas. So. Da können wir dran drehen. Und dann füllt sich das hier alles mit Wasser. Okay, na und? Aha, hier ist dieser Kessel. Spinne, Kirsche, jetzt fehlt noch das Stück Fleisch. Woher könnten wir das bekommen? Ich habe hier bis jetzt noch nichts wirklich so Verdächtiges gesehen. Woher man eventuell ein Stück Fleisch bekommen könnte. Aber ich habe eine Idee. Hässliche Katze. Da war es nicht. Da ist es. Komm, geh weg. Warum geht er nicht weg?
Fred, Pullover haben wir gefunden. Du, ich kann doch damit leben, wenn du nicht weggehst. Wie er das einfach nicht gemerkt hat, ne? Der Typ ist ja so blind. So, und was kommt da jetzt raus? Aha, jetzt sind wir unsichtbar. So, und jetzt können wir uns wahrscheinlich ganz leicht an dem hier vorbeischleichen. Lass das. Boah, Alter. Ich zieh mir auch einfach nochmal zusätzlich den Tarnumhang an. Boah, Alter, jetzt lass doch mal den armen Kerl in Ruhe. Oh, Alter, weißt du was? So, jetzt gehen wir nochmal runter. Ich habe noch eine Idee, wie wir das machen könnten. So. Vielleicht einfach mal kurz mit beiden davon trinken. So. Jetzt sieht er uns ja auch nicht mehr. So. Der macht dann das, ja, siehst du? Geht doch. Aha. Du bist blöd. Weißt du was? Ist mir egal. Das Geld nehme ich auch noch mit. Suchten der. Wahrscheinlich ist das irgendwas völlig Unnötiges, was der da gerade sucht. Okay, deswegen habe ich jetzt also den Schlüssel bekommen. Damit der einschläft. Als eingeschlafen ist, habe ich den Schlüssel bekommen. Level abgeschlossen. Freies Spiel. Freigeschaltet. Fred Pullover freigeschaltet. Wahrzauberer zu. Jo, leider nur 48%, ne? Jo, dann haben wir noch 700, 6000. Ich sollte langsam mal in die Winkel gehen. 630. Ich sollte langsam echt was kaufen gehen. Goldene Steine 39 von 200. Geschichte fortsetzen oder troffener Kessel? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir machen einfach mal Geschichte fortsetzen. Schloss Hogwarts. Ja, aber ich würde sagen, da wir hier gerade sowieso so ein bisschen nur gemütlich rumsitzen, ne? Und gerade mal den ganzen hier einfach nur beim Schlafen zu sehen. Oh. Der ist weg.
Die schlafen echt alle drin. Warum schlafen wir da drin? Aber egal, das soll nicht weiter meine Song sein. Wir sehen uns dann nochmal nämlich in der nächsten Folge von Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Bis dahin. Ciao.